Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute wollen wir mal über Beziehungstypen reden. Das ist eine dreiteilige Serie. Wir wollen über dieses Thema reden, Beziehungstypen. Welcher Beziehungstyp bist du? Was bedeutet das für dich? Und nur um es mal vorwegzunehmen, Beziehungstyp, das bezieht sich jetzt nicht nur auf Langzeitbeziehungen, sondern auch auf kürzere Beziehungen mit Frauen. Eine ganz, ganz wichtige theoretische Grundlage der Bindungsforschung, die man kennen sollte und die dir vielleicht erklärt, warum die Beziehungen zu Frauen irgendwie immer nicht so funktionieren. Das Ganze werden wir uns über die kommenden drei Videos anschauen. Heute geht's los, ich wünsche dir viel Spaß beim Video und jetzt beim Intro, bei der Einleitung zum Thema. Also wie gesagt, Bindungstheorie. Wenn du jetzt mein Video mit den Top-Büchertipps gelesen hast oder gesehen hast, dann hast du gesehen, dass meine Nummer 1 aktuell ein Buch ist, das eben sich genau mit dieser Thematik beschäftigt. Und ich möchte das hier in den drei folgenden Videos, die wir jetzt hier machen werden auf dem Channel, ein bisschen genauer aufarbeiten. Warum drei Videos? Weil es drei verschiedene Bindungs-Beziehungstypen gibt. Und wie gesagt, das ist nicht nur wichtig für Langzeitbeziehungen mit Frauen, natürlich eine Sache, die auch wir hier auf dem Channel irgendwo suchen. Oder manche von uns, manche eben nicht. Aber auch wichtig für funktionierende Kurzzeitbeziehungen, Affären, Beziehungen mit anderen Menschen, eine ganz, ganz elementare Sache, die man verstehen muss. Und sehr, sehr wichtig, weil es eine Sache gibt und die trifft wahrscheinlich auch fast alle von uns zu, wo es tatsächlich gefährlich sein kann, sich mit klassischen Flirt-Tipps auseinanderzusetzen, wo klassische Flirt-Tipps einer gewissen Art von Beziehungstyp schaden. Und das ist der Beziehungstyp, den wir uns jetzt hier zuerst anschauen wollen und den, glaube ich, auch die meisten von den Leuten haben, die hier im Flirt-Bereich unterwegs sind. Deswegen ganz, ganz relevantes Video. Was schauen wir uns jetzt genau an? Es gibt diese drei verschiedenen Beziehungstypen, den ängstlichen Beziehungstyp, den vermeidenden Beziehungstyp und den sicheren Beziehungstyp. Du hast hier auf der einen Seite einen unsicheren Typ, hier ist auch ein unsicherer Typ und hier in der Mitte sozusagen ist der sichere Beziehungstyp. Die Sachen entwickeln sich eben durch Erlebnisse in unserer Vergangenheit, durch andere Erlebnisse in Beziehungen, die wir erlebt haben. So entwickelt sich unser Bindungsbeziehungstyp und der kann sich ändern. Das heißt, wenn du jetzt unsicher bist, kannst du dich zum Sicheren hin entwickeln. Aber wie gesagt, wir kommen dann noch genau darauf, was das bedeutet. Heute beginnen wir mit dem ängstlichen Beziehungstyp. Nächste Woche machen wir den vermeidenden Beziehungstyp. Ich sage immer nächste Woche, aber ich meine natürlich im nächsten Video machen wir den vermeidenden Beziehungstyp. Am Ende schauen wir uns dann den sicheren Beziehungstyp an. Über den haben wir aber bis dahin auch schon gesprochen. Also, wir steigen einfach mal direkt ein. Und ich gebe dir erstmal die Definition, beziehungsweise erkläre dir erstmal, was ist denn überhaupt der ängstliche Beziehungstyp? Ich selber, als ich den Test gemacht habe, der im Buch tatsächlich vorhanden ist, aber du kannst wahrscheinlich auch Online-Tests machen. Ich selber bin ein Mix. Ich selber bin ein Mix aus sicherem Beziehungstyp und ängstlicher Beziehungstyp. Ich habe von beiden Anteile, entwickle mich aber gerade aus diesem ängstlichen Beziehungstyp raus, mehr zum sicheren hin. Aber das ist so da, wo ich herkomme. Und ich glaube, ganz, ganz viele Leute kommen aus dem ängstlichen Beziehungstyp, wenn sie sich hier mit Flirten auseinandersetzen, mit diesem Dating-Thema. Was bedeutet jetzt der ängstliche Beziehungstyp? Ängstlich bedeutet, dass du irgendwann mal die Erfahrung gemacht hast oder dass ja, dein Bindungs- und Paarverhalten sich irgendwann mal so entwickelt hat, dass du sehr gerne Nähe hast und auch Nähe brauchst. Aber irgendwann hat dich mal eine wichtige Person irgendwie verlassen und du hattest das Gefühl, oh Gott, ich kann auch diese Nähe verlieren und ich darf vielleicht nicht so viel Nähe zeigen, dann geht diese Person verloren. Das heißt, du möchtest viel Nähe, hast aber auch Angst davor, diese Nähe zu verlieren. Das definiert den ängstlichen Beziehungstypen. Du willst viel Nähe, hast aber auch Angst, sie wieder zu verlieren. Beispiel, und das war ja auch in meiner Vergangenheit so, nehmen wir an, dein Vater verlässt die Familie, dann ist es halt so, dass du zum Schluss kommen könntest, okay, wenn ich Bedürfnisse habe, wenn ich Nähebedürfnisse habe, dann geht eine andere Person. Und das kann eben zur Entwicklung eines ja, ängstlichen Beziehungstypes führen. Was aber auch zur Entwicklung eines ängstlichen Beziehungstyps führen kann, sind eben unsichere Beziehungen, die du vielleicht in deinen jugendlichen oder erwachsenen Jahren geführt hast. Wie gesagt, das Ganze ist veränderbar, das ändert sich immer wieder. Ängstliche Leute können sicher werden, vermeidende Leute können sicher werden, sichere Leute können aber auch unsicherer werden. All das kann passieren, je nachdem, was für Beziehungen du führst. Und deswegen ist es so wichtig zu erkennen, was für Art von Beziehung du führst, was für ein Typ du bist, damit du wirklich gute, gesunde, für dich psychisch gesunde Beziehungen mit Menschen führen kannst, die dich am Ende des Tages glücklich und zufrieden machen. Denn das ist ja das, warum wir auch überhaupt hier sind. Also, ängstlich. Wie genau kann man sich das jetzt vorstellen? Was macht denn der ängstliche Beziehungstyp? Das kannst du dir so vorstellen, dass der ängstliche Beziehungstyp immer sehr viel Aufmerksamkeit und Bestätigung braucht, dass der andere noch da ist, dass der andere ihn auch mag. Und wenn diese Sachen nicht kommen, dann wird der ängstliche Beziehungstyp relativ schnell unsicher. Deutlich schneller unsicher als die beiden anderen Typen. Der sichere Typ, der bleibt da ein bisschen entspannter. Der ängstliche Typ braucht einfach ein bisschen mehr Feedback, hat mehr Nähebedürfnis und braucht ein bisschen mehr Bestätigung tatsächlich vom Gegenüber. Und hier fängt das Problem schon an, gerade mit der klassischen Dating-Literatur,
die dir halt immer sagt, oh Gott, sei nicht zu bedürftig, sei nicht zu needy. Und das ist eben auch das, wovor der ängstliche Beziehungstyp Angst hat. Der hat Angst, seine Bedürfnisse auszudrücken. Der traut sich nicht zu sagen, hey, ich brauche dich jetzt mal gerade oder ich brauche mal ein bisschen deine Nähe, so, ich fühle mich gerade ein bisschen unsicher. Das traut er sich nicht zu sagen, weil er denkt, oh Gott, wenn ich das mache, wenn ich das kommuniziere, dann geht mir diese Kontaktperson vielleicht verloren. Und deswegen, und das macht der ängstliche Beziehungstyp sehr oft, zieht er sich dann lieber so ein bisschen zurück und stellt seine eigenen Bedürfnisse zurück, macht sich aber trotzdem die ganze Zeit irgendwie Gedanken darum. Ja, die Frau meldet sich vielleicht mal nach 3 Tagen erst und sonst hat sie sich immer nach 2 Tagen gemeldet und das fällt dem ängstlichen Beziehungstyp sofort auf und er denkt sich, Mist, da muss irgendwas schiefgelaufen sein, ich habe irgendwas Falsches gesagt, ich sollte nicht mehr so viel meine Bedürfnisse kommunizieren, das scheint irgendwie ja, zu verdrängen oder das scheint dafür sorgen, dass er weggeht. Also der ängstliche Beziehungstyp erwartet, dass wenn er sehr viel Nähe aufbaut und sein Nähebedürfnis kommuniziert, dass die andere Person dann eher weggeht. Denn solche Erfahrungen hat er ja gemacht. Und deswegen kann es sehr, sehr schädlich sein, wenn der ängstliche Beziehungstyp mit dem vermeidenden Beziehungstyp zusammenkommt. Und diese Konstellation gucken wir uns dann im folgenden Video nochmal genauer an. Der ängstliche Beziehungstyp, der profitiert sehr viel davon oder sehr stark davon, wenn er mit einer sicheren Person zusammen ist. Die sichere Person wird unter anderem dadurch definiert, dass sie in Ordnung damit ist, wenn der andere sein Nähebedürfnis ausdrückt und dass die sichere Person auch auf dieses Nähebedürfnis eingeht. Und das ist genau das, was der ängstliche Beziehungstyp erfahren muss. Der ängstliche Beziehungstyp hat bisher immer die Erfahrung gemacht, wenn ich meine etwas größeren Nähebedürfnisse ausdrücke, dann geht die andere Person weg. So hat sich ja der ängstliche Beziehungstyp auch entwickelt, da haben wir eben drüber gesprochen. Was jetzt passieren muss, damit man aus diesem Ängstlichen aussteigen kann, ist, dass man seine Bedürfnisse kommuniziert, hier Punkt A, und dass dann die andere Person auf diese Bedürfnisse eingeht und nicht weggeht. Und deswegen ist es so wichtig zu gucken, mit wem man zusammenkommt und mit wem man seine Zeit verbringt. Du brauchst also jemanden, der dir das Gefühl gibt, hey, ich kann hier meine Bedürfnisse kommunizieren, ich kann meine etwas erhöhten Nähebedürfnisse kommunizieren. Du brauchst ein bisschen öfter diese Nähe, du brauchst ein bisschen öfter diese Sicherheit. Ich kann das kommunizieren und der andere geht darauf ein und erfüllt dieses Bedürfnis, hat Verständnis dafür und wird davon nicht abgeschreckt, wie der vermeidende Beziehungstyp, über den wir im nächsten Video reden. Das ist das, was der ängstliche Beziehungstyp erfahren muss. Und hier sind wir auch schon bei einer ganz speziellen und wichtigen Sache, nämlich direkte Kommunikation. Direkte Kommunikation ist sowieso sowohl für den ängstlichen als auch für den vermeidenden Beziehungstyp, die beiden unsicheren Typen, einer der zentralen Wege hin zu mehr Sicherheit. Ja? Denn der ängstliche Beziehungstyp, der ist einfach nicht gut darin, seine Bedürfnisse zu kommunizieren, eben weil er Angst hat, wenn er das macht, dann geht die andere Person ihm verloren. Aber genau das muss passieren. Er muss kommunizieren und er muss die Erfahrung machen, die andere Person bleibt. Und dann kann er sozusagen heilen. Und das ist auch einer der ersten Schritte und der größten Problematiken für den ängstlichen Beziehungstyp. Wie gesagt, ich glaube, viele ängstliche Beziehungstypen sind auf den Flirt-Channels unterwegs und jetzt kommt das große Problem. Denn viele Flirt-Ratgeber und Dating-Coaches, und das habe ich habe auch Inhalte, wo das drin ist, denn ich war mir früher dieser Dynamik auch nicht ganz bewusst. Viele Flirt-Tipps sagen dir, hey, nimm Abstand, mach nicht zu viel, zeig nicht zu viel Interesse, sei auf keinen Fall zu bedürftig. Das heißt, was man hier macht ist, man bringt dem ängstlichen Beziehungstypen bei, sich vermeidend zu verhalten, Abstand zu nehmen. Das passt eigentlich gar nicht zum ängstlichen Beziehungstypen. Das passt nämlich, also das sorgt einfach nur dafür, dass er weiterhin in diesem ungesunden Muster drin bleibt. Eigentlich hat der ängstliche Beziehungstyp sehr viel Bedürfnis nach Nähe, aber wenn er sich dann so, naja, es ist ja nur, man tut ja nur so, als ob, und ich kenne das aus meiner vergangenen Beziehung, dass sich tatsächlich so getan hat, als ob es mich nicht interessiert, als ob ich Abstand brauche, obwohl ich eigentlich gerne mehr Nähe gehabt hätte, aber ich habe es halt so durch die Flirt-Tipps gelernt. Und das kann einem ängstlichen Beziehungstypen eben sehr schaden, so kann er sich nicht rausentwickeln aus dieser Nummer. Der ängstliche Beziehungstyp braucht einen sicheren Beziehungstyp, damit er mehr Sicherheit entwickeln kann. Wenn der ängstliche Beziehungstyp sich vermeidend verhält, dann zieht er auch einen vermeidenden Beziehungstypen an. Der freut sich nämlich, dass dann ganz viel Abstand entsteht und ja, der ängstliche Beziehungstyp kriegt halt nie das, was er braucht, fühlt sich die ganze Zeit unsicher in der Beziehung, auch wenn vielleicht die ganze Sache hält, weil er eben nicht näher kommt, sondern weil er pseudomäßig Abstand hält wegen den Flirt-Tipps, aber er wird halt nie glücklich sein und er wird sich auch nie entwickeln können, wird nie zu einem gesunden Beziehungsstil finden. Diese ganze Dynamik zwischen vermeidenden und ängstlichen Beziehungstypen, die wirklich sehr ja, toxisch und gefährlich sein kann, aber auch sehr häufig vorkommt leider, die gucken wir uns dann genauer im nächsten Video an, da schauen wir da mal rein. Also ängstlicher Beziehungstyp ist eben jemand, um das nochmal kurz zusammenzufassen, der ja sehr sehr aufmerksam ist, sehr so die Kleinigkeiten im Verhalten des Partners sieht und dann schnell verunsichert sein kann. Und was der ängstliche Beziehungstyp eben nicht macht, ist zu kommunizieren. Er kommuniziert dann nicht, dass er gerade irgendwie unsicher ist und dass er ein bisschen Nähe braucht, um sich wieder sicher zu fühlen. Weil er Angst hat, dann geht ihm die andere Person verloren. Und dadurch, dass er das eben nicht kommuniziert, ne, kannst du dir vorstellen, dass sich das einfach so ansammelt.
Das heißt, der ängstliche Beziehungstyp kommuniziert dann bei Ereignis A nicht, dass er Nähe braucht, dann kommt Situation B, er kommuniziert es immer noch nicht, weil er Angst hat, dann C, dann D. Und irgendwann sammelt sich aber auch so viel Wut in diesen ängstlichen Beziehungstyp an, ne? Und er weiß vielleicht gar nicht mehr so richtig, worum ging es eigentlich. Er weiß gar nicht, was sind eigentlich richtig meine Bedürfnisse. Und dann kann es oft passieren, dass ängstliche Beziehungstypen einfach so auf Fingerschnips ausrasten. Das ist eigentlich immer nur ein Verhalten, das dazu dient, mehr Nähe herzustellen. Denn das ist das ja, was der ängstliche Beziehungstyp braucht und will. Das Verhalten ist eigentlich nur dazu da, mehr Nähe herzustellen. Der rastet dann aus, schmeißt irgendwie mit Sachen um sich und kriegt vollkommen die Krise. Und der andere weiß halt gar nicht so richtig, was ist denn jetzt hier los? Weil es gibt ja auch keinen Grund. Der ängstliche Beziehungstyp hat einfach nur verpasst, an ganz vielen Stellen mal zu sagen, dass er ein bisschen Nähe braucht. Und es hat sich angestaut. Und das ist natürlich ein Problem, weil wenn der ängstliche Beziehungstyp dann ab und zu mal ausrastet und es gibt keinen Grund und es ist total, ja, es ist total ein Angriff sozusagen, einfach nur um Nähe herzustellen, dann wird natürlich die andere Person tendenziell eher, ja, zurückweichen und sich denken, oh nee, jetzt gehe ich mal lieber. Und das bestätigt dann wieder die Vorannahme des ängstlichen Beziehungstyp, dass die Leute gehen, wenn er seine Bedürfnisse kommuniziert. Nur hat er seine Bedürfnisse ja nie wirklich kommuniziert, sondern es hat sich alles aufgestaut. Und deswegen ist Kommunikation und vor allem Anerkennung der Bedürfnisse einer der wichtigsten Punkte. Also du musst anerkennen als ängstlicher Typ, hey, ich habe hier ein bisschen größeres Bedürfnis nach Nähe, nach Bestätigung. Und weil nur so kannst du sicher werden, ne? Du kannst halt nicht sagen, was, nein, nee, brauche ich nicht, ich habe keine Bestätigung, brauche ich nicht, ich bin so unabhängig. So wirst du immer ängstlich bleiben. Du musst erstmal anerkennen, ja, das habe ich, warum auch immer ich das habe, das ist jetzt nicht so elementar. Ich habe das und ich werde das jetzt kommunizieren. Und ich werde damit auch sicherlich ein paar Leute verschrecken, nämlich die Vermeidenden. Und die solltest du auch verschrecken, weil die tun dir nicht gut. Aber ich werde irgendwann an eine sichere Person kommen. Und ich rede hier nicht nur von Frauen. Ich rede auch von, es gibt auch andere Kumpels von dir, die zum Beispiel, wenn du irgendwie kommunizierst, dass irgendwas nicht cool ist, die dich sich über dich lustig machen zum Beispiel. Und das sind Leute, die sind ganz, ganz schädlich für dich, weil die einfach dir zeigen, dass du deine Bedürfnisse nicht kommunizieren kannst. Solche Leute müssen im Grunde raus aus deinem Leben, wenn du da ein bisschen gesunden willst, ne? Das heißt, du musst es dir zur Gewohnheit machen, deine Bedürfnisse zu kommunizieren, wenn sie da sind. Und wenn du dann eine sichere Person gefunden hast, wie gesagt, die Vermeidenden wirst du aussortieren dadurch, durch dein Verhalten, durch das Kommunizieren. Wenn du dann eine sichere Person gefunden hast, dann kannst du eben dein Verhalten ändern. Dann wird sie dich bestätigen, wird dir sagen, dass alles cool ist, wird auf deine Bedürfnisse eingehen und dann wirst du sicherer werden. Dann hast du halt erlebt, hey, ich kann meine Bedürfnisse kommunizieren und es passiert nichts Schlimmes und schon bist du ein sicherer Beziehungstyp, der seine Bedürfnisse kommuniziert. Und das ist ganz wichtig für, naja, lang funktionierende Beziehungen, aber auch einfach Glücklichkeit in der Beziehung. Dann hast du nicht ständig dieses Auf und Ab, wie das beim Ängstlichen mit dem vermeidenden Beziehungstypen oft der Fall ist. Das schauen wir uns aber im nächsten Video an. Ich hoffe, das war soweit spannend für dich und vielleicht hast du dich wiedergefunden im ängstlichen Beziehungstyp. Wie gesagt, ich gehe davon aus, ich habe auch ängstliche Anteile, habe aber auch einige sichere schon entwickelt, eben durch meine neue, relativ offene Kommunikation mit den Leuten. Was auch dem, um es kurz mal einzuwerfen, fällt mir gerade noch ein, was auch dem ängstlichen Beziehungstyp helfen kann, ist tatsächlich ein anderer Flirt-Tipp, den ich hier öfter auf dem Channel gebe. Es ist für den ängstlichen Beziehungstypen sehr hilfreich, wenn er wirklich mehrere Frauen gleichzeitig auch kennenlernt. Weil was nämlich sonst passiert, ist, dass der ängstliche Beziehungstyp sich sowieso sehr schnell auf eine Frau fokussiert und dann so ein bisschen die Fähigkeit verliert, ja, richtig einschätzen zu können, ob das überhaupt die richtige Frau für ihn ist, weil er sich eben so schnell verliebt, weil er eben so schnell mehr Bindung will. Und wenn du jetzt aber mehrere Frauen kennenlernst, dann, ja, macht das ein gesünderes Verhältnis. Dann siehst du vielleicht das Verhalten von Frau Nummer A, hast aber als Vergleich Frau Nummer B und denkst dir, okay, ne, im Vergleich ist zwar eine coole Frau die Frau Nummer A, aber Frau Nummer B ist auch cool und Frau Nummer C, die ich gerade irgendwie letzte Woche im Kaffee eingeladen habe, ist auch ziemlich cool. Du merkst einfach, es gibt auch andere coole Frauen. Das ist ganz wichtig, damit du als ängstlicher Beziehungstyp nicht komplett die Fähigkeit verlierst zu beurteilen, ob diese Person überhaupt gut für dich ist. Weil sonst kann es sein, dass du mit einem vermeidenden Beziehungstypen am Ende, ja, zusammenkommst und das richtig, richtig schlimm für dich wird. Einfach nur, weil du dich von vornherein so extrem auf den fokussiert hast und gar nicht mehr gesehen hast, dass es auch andere interessante Menschen gibt, vielleicht sichere Beziehungstypen. Und das Problem, oder Problem mit den sicheren Beziehungstypen ist, die triggern dich halt nicht so sehr. Mit den sicheren Beziehungstypen fühlt sich das Ganze nicht so auf- und abmäßig an. Da ist es dann entspannter und ruhiger. Die stechen nicht so in deine Schwäche, die aktivieren nicht, so nennt man das, dein Bindungssystem. Ne? Aber wie gesagt, auf diese ganzen Sachen kommen wir im nächsten Video zu sprechen. Sei gespannt, super, super interessantes Thema. Kannst mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob du dich da so wiedererkennen kannst, ob du vielleicht denkst, du bist ängstlich. Wir schauen uns im nächsten Video an, was der vermeidende Typ bedeutet. Ich freue mich, dass du hier warst. Hier links neben mir kannst du dich schnell abonnieren. Drück auch die Glocke unter mir für ein Coaching bewerben. Ich habe leider erst wieder Plätze ab März. Ich werde mich dann erst dann bei dir melden. Du kriegst dann aber eine Mail von mir. Und hier unten kommst du zu einem weiteren Video mit mehr Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Übermorgen sehen wir uns wieder zum nächsten spannenden, vermeidenden Thema. Auch super interessant.
Ich freue mich. Bis dahin.